Du kannst dir echt nicht vorstellen, wie sehr ich dich geliebt habe. Du warst die erste Frau für mich und ich verlor fast den Verstand. Ich weiß noch, als du da reinkamst in unseren Rock'n'Roll-Club, da ist mir auf der Stelle die Sicherung durchgebrannt. Ich habe mich immer für einen coolen Jungen gehalten, doch die Kinnlade klappte mir weg. Und das Bierglas flog mir aus der Hand. Und ich habe gemerkt, dass du irgendwie wie Rauschgift warst. Und ich dachte, okay, Göttin, ich gestehe, dass ich süchtig bin. Und dann ging es los. Wir waren wie besessen. Wir konnten nicht mehr schlafen. Wir konnten nichts mehr essen. Wir waren nur noch in totaler Aufruhr. Wir hingen zusammen rund um die Uhr. Und dass das immer so bleibt, mit Ewigkeitsgarantie, das war unsere feste Meinung. Und warst du auch nur eine halbe Stunde weg, kriegte ich sofort eine Entzugserscheinung. Dann die ersten Petting-Aktionen auf dem Rücksitz meiner alten Karre. Ich tapezierte dich mit Küssen und ich war geladen wie eine Knarre. Es war utopisch, irraktiv. Als ich das erste Mal mit dir schlief, es tat dir zwar ein bisschen weh, doch trotzdem haben wir die Sterne gesehen. Da war nur eine Sache, die haben wir nicht gecheckt, dass Eifersucht bescheuert ist, vor allem nichts dahinter steckt. Und du hattest so eine Angst vor anderen Jungs und ich vor anderen Frauen. Und da haben wir in unserem Käfig aus Liebe fast die Köpfe eingehauen. Und dann war Schluss. Und ich drehte durch. Wie ein Idiot. Ich heulte tagelang und das war wie ein kleiner Tod. Und jetzt treffe ich dich zufällig wieder. In der Schlüsseldorfer Plastikallee und ich merke, dass ich inzwischen doch schon ganz schön drüber stehe. Wir reden ein paar Takte, du hast nur noch Smalltalk drauf und dein Modekasper fordert dich zum Weiterschlendern auf. Es schmerzt ein bisschen. Ich sehe dein Gesicht, von Spießertranen gezeichnet und als Droge bist du leider überhaupt nicht mehr geeignet. Und deinetwegen hätte ich mich damals beinahe umgebracht. Mit den Tabletten in der Hand bin ich rumgerannt. Die ganze Nacht. Doch mein Mut. Und das war sehr gut. Hat dann doch nicht mitgemacht. Ich müsste jetzt noch die Whiskyflasche in der Hand haben. Aber das Handy, das jetzt aufnimmt, das steht einer Ginflasche, damit es nicht umfällt. Ich habe mir gerade den Udo Lindenberg-Film angeguckt. Mach dein Ding. Weil er ist großartig. Er ist einfach großartig. Der lief gerade auf dem ARD und ich habe es auch ein bisschen zu spät eingeschaltet und man kann das ja aber im Internet dann sehr gut sehen. Und das, was ich jetzt gerade gesprochen habe, war sein Lied Meine erste Liebe. Und das war für mich so ein magisches Lied, damit ja, ging es eigentlich los, ging das mit dem Lindenberg so los. Gehört auf einer Kassette, überspielt von Kassette zu Kassette, irgendwann in DDR-Zeiten in den 80ern. Und da war es für mich geschehen. Und die ganze Wortwahl ist in dem Text eigentlich so gut abgebildet. Also die Wortwahl von Udo. Und es hat so lange gedauert, oder ja, also vergleichsweise lang mit anderen Musikern, dass er dann darauf gekommen ist, was das Eigentliche seiner Person ist, was er immer wollte. Und das haben sie in dem Film echt super gut dargestellt.
und gezeigt, also dass es ihm darum ging, das zu finden und dass er immer wusste, ganz lange wusste, was er nicht will und dann irgendwann, was er will. Ist ja vielleicht der erste Weg, immer zu sehen, was man nicht will und dann auch zu sagen, okay, ich will das. Ja, also das war jetzt nicht gesungen, Udo Lindenberg, meine erste Liebe. Ich kann es vielleicht singen auf einem Konzert, wenn ihr wollt. Und das war natürlich für euch alle, die Nummer 814. Ein bisschen verschoben heute am Montag, dem 18. Juli 2022. Bisschen reingerutscht in den Dienstag. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut weiter und wir sehen uns am Dienstag. Ciao.